Hallihallo Freunde der Schnetzelkunst, damit herzlich willkommen zurück im nächsten Part zu meinem Let's Play von Dead Rising 3. Und wir machen uns gerade auf den Weg in den Sicherheitsraum. Und mittlerweile ist das ganze Militär überrannt worden, die sind mittlerweile jetzt alles Zombies geworden. Gut, dass die Sicherheitsleute so intelligent und klug sind, ey. Die können gar nichts. Muss ich hier rein? Nö. Auf der anderen Seite, ne? Oh Gott, Hände weg, echt, ey. Auf der ganz anderen Seite ist das. Alter, krieg ich schon 3 Punkte. Wahnsinn. Jetzt kann ich als Zombie-Täusch tauchen machen. Oh, ist das eine Spezialmission? Nee. Ist es nicht. Also mittlerweile finde ich diese ganzen Kampfmoves sind bisher alle, naja, so semi-gut, ne? Da fand ich diese geilsten, krassen Wrestling-Moves, das ist in anderen Teilen viel geiler. Face-Crusher halt und ganze mögliche oder Zombie-Walk. Wobei, das war keine Attacke, aber... War trotzdem geil, alter Ruckel. Versteckst du dich vor Zombies? Haben die dich geschickt? Was willst du von mir? Warte mal. Du bist nicht auf den Fotos. Und du stehst nicht auf der Liste. Sie dürfen dich nicht sehen. Ja? Was soll das Zeug über Fotos und die Liste? Eine Verschwörung. Verbinde die Punkte und alles wird klar. Vertrau mir. Die Regierung steckt hinter dem ganzen Zombie-Scheiß. Das stimmt. Mensch, mach die Augen auf. Das stimmt, da hat die recht. Da hat die recht. Die Regierung steckt ja auch dahinter. Eine ziemlich heftige Theorie. Hast du Beweise? Die Zombies waren die perfekte Ablenkung, um die Beweise zu kriegen. Aber man weiß, dass ich nah dran bin. Sie werden nach mir suchen. Aber sie kennen dich nicht. Willst du ein bisschen im Müll rumwühlen? Durchsuche den Müll bei den Büros und berichte mir davon. Muss das sein? Los, in dem Müll. Alles klar. Muss es doch eine heiße Spur geben. Alles klar. Oh, guck mal, Elektro. Na egal. Bzzz. Alle am Brutzeln hier, ey. Na gut, dann durchsuchen wir mal den Müll, ey. Alter, dem jeweils eine Bienenkönigin, ey, krass. Boah. Was ist denn das für ein krasser Move, ey. Egal. Geil, ich hab schon was gefunden, ey. Mann, ich will immer Q drücken, Mensch. Q macht gar nichts, oder? What the fuck? Ich bin doch gar nicht so lange darin gefahren. Da hält das Taxi ja noch mehr aus. Wie viele Queens hier sind, ey. Hallo.
Okay, einmal noch, ein Müll noch. Einer geht noch rein. Natürlich war hier nichts. Oh. Jawohl, das Laserschwert. Murmel und Taschenlampe macht natürlich ein Laserschwert, ne? Natürlich. Geil. Geil. Das ist eine der stärksten Waffen in Dead Rising 2 gewesen, ey. Das Laserschwert. Auch wenn das komplett unlogisch ist, der Scheiß, aber egal. Was habe ich denn mal hier? Ich habe hier mal einen Sportwagen abgesetzt. In den Müllhaufen! Ah, weg hier! Boah, ja geil! Kann man auch die Farbe damit ändern? Wenn man wechselt? Nö, ach schade. Früher konnte man die Farbe so wechseln. Geil. Das Schwert gefällt mir. Ach Leute, ich bin bei Diego. Oh, meine Batterie lässt gleich nach. Ich gehe gleich da rein. Ich gehe kurz einen Olle noch kurz eben ihr Beweismaterial bringen und geben. Oh, da hinten ist eine Frank West Statue unter der T-Rex Statue. Fantastic. Ich werde gerne wissen, warum mein Spiel die ganze Zeit immer ruckelt, ne? Ich habe ja keine Ahnung, was ich noch einstellen soll. Ich habe schon so viele verschiedene Kombinationen von Einstellungen vorgenommen. Alter, ich muss hier durch. Lass mich hier durch. Da bist du hier durch. Komm schon, komm schon. Okay, ich bin da. Geschafft. Mehr habe ich nicht. Nützt das was? Nein. Ach lol, der ganze Ding ist wieder voll. Hinter dem Zombie-Ausbruch. Du selbst. Nicht wer, sondern was? Oh nee. Aliens. Echte, grüne, froschäugige, großköpfige Aliens. Die Zombies sind die erste Welle. Sie lügen, unterdrücken die Massen und greifen an. Schalt mal einen Gang runter. Was hier vor sich geht, hat oh, mit Aliens. Oh, 4 Tage noch. Sieh dich doch mal um. Schön. Lass die Scheuklappen auf. Es gibt eine Verschwörung. Die Beweise mögen weg sein, aber ich finde die Wahrheit woanders. Oh Gott sei Dank, ich muss die nicht mitschleppen. Lass die Scheuklappen auf. Stolen Car. Schön. Lass die Scheuklappen auf. Gleich mal. Es gibt eine Verschwörung. Crazy. Die Beweise mögen weg sein, aber ich finde die Wahrheit woanders. Naja. Kalito ist dafür verantwortlich.
Also, dass sie überall sind. Dafür ist er verantwortlich halt. Ein Akt der Rache war das. Die Regierung hat die Zombies erschaffen, um halt mehr Fleisch zu züchten, ne? Damit Amerika mehr Fleisch konsumieren konnte, mussten die ja irgendwie... Also Amerika konsumierte immer mehr und mehr Fleisch und die wollten halt irgendwie Kühe züchten und alles mögliche. Oder ein so Supermeat wollten die halt erschaffen, ne? Und dafür waren ja auch die Bienen da, also die Wespen, damit die Leute rumfliegen und stechen konnten auf der Farm. Und die sind halt entkommen. Wie es natürlich immer so üblich ist. Alter, mich hier rein. Der Schlechter? Geil. Geil. Ich meine, auch eine Lieblingswaffe habe ich jetzt. Wo ist mein MG da? Was ist das denn da? Superheldenkostüm für Kinder. Ja, nee, danke. Museum. Ich weiß, dass hier im Museum eine Ausstellung ist über die Zombie-Ausbrüche. Da werden auch alle die Ereignisse aller Spiele mal... jetzt nochmal erklärt. Das weiß ich. Das sind Zombies hier, ey. Ey! Ja, noch ein Axtwerfer. Ja, also echt, da kommt der Boomstick, der ist, Boomstick ist nicht wirklich sinnvoll mehr. Ist der allgemein überhaupt? Ist der allgemein nicht? Oh, kann ich jetzt zuhören? Die Ozeane bedecken 73% der Erdoberfläche mit steigender Tendenz aufgrund der globalen Erderwärmung. Durch Lockerung der Restriktionen bei CO2-Emissionen wuchs die US-amerikanische Wirtschaft beträchtlich. Zufälligerweise kam es im vergangenen Jahrzehnt auch vermehrt zu Tsunamis. Okay. Sehr geil. Mal ein bisschen, ja, klug, ey. Der entscheidende Durchbruch bei der Entschlüsselung der Wahlgesänge gelang im Jahr 2015. Genauere Analysen ergaben, dass es sich hauptsächlich um Beschwerden bezüglich der Hygiene der Partner und krude Bezugnahmen auf den Beischlaf handelte. Bessere Resultate sollen jetzt durch Versuche mit Hunden erzielt werden. Hm, alles klar. Oh Gott. Was machst du da, Diego, ey? Du Honk. Warte, die Mission brauche ich gleich. Ach, oh, habe ich noch aufgeschossen. Okay. So, hat man's? Alles leer? Oh, sind die Bismarck? Das Modell eines Flugzeugträgers, der im anglo-kanadischen Konflikt eingesetzt wurde. Dieser Konflikt brach nach Unruhen aus, die in der Eishockeysaison 2014 entbrannten, nachdem das Team aus Boston gegen das Team aus Vancouver mit 15:1 verloren hatte. Ja, natürlich, das hat einen Grund dafür, natürlich. Alles klar. Was ist das denn da? Okay, ich drück mal, guck mal da. Ja.
Oh, guck mal, Dinos. Komm schon, Mann. Komm raus. Hol auf, kommst du denn her? Du auch da hinten. Geil. Die größte bekannte Dinosaurierart wurde im Jahr 2018 entdeckt. Ihr Lebensraum erstreckte sich vom nördlichen Wendekreis bis zum 48. Breitengrad. Aufgrund seiner Gefräßigkeit war dieser Dinosaurier territorial und ungewöhnlich besitzergreifend. So kam es vor, dass er andere Arten verarmte, der Freude oder Wut empfand. Okay. Vulkanausbruch hier, ist das. Seit kurzem werden vermehrt seismische Aktivitäten des Vulkans nördlich der Stadt aufgezeichnet. Wegen der exzellenten Aussicht auf die restliche Stadt und den Ozean haben sich viele Menschen dort niedergelassen. Ein weiterer Grund sind die im Vergleich zum Stadtkern viel geringeren Heizkosten. Okay, dann war gut. Heizkosten, wenn wir schon in dem Vulkan wohnen, ey. So. Ist das eine Mammutjagd hier? Dieser Teil des Fundes eines ausgerotteten Wolha-Mammuts wurde beim Bau der neuen Arena für Käfigkämpfe entdeckt. Da hohe Einschaltquoten bei diesen Kämpfen einen Stopp des Baus verhinderten, konnten Archäologen nur diesen Teil retten. Die andere Hälfte liegt noch unter dem Umkleidekabinett der neuen Arena. Hm. Oh, Weltraum. Oh, ich muss dann das Pult da für den Weltraum aktivieren. Okay. Egal, dass ich eine einzige Axt nur benutzt habe, um das Ding zu bauen, aber da schießen 60 Stück oder ey. Die Erde ist der dritte von 8 Planeten des Sonnensystems. Kürzlich drang ein unbekanntes Objekt an der äußeren Grenze unseres Systems ein. Erste Untersuchungen der chemischen Zusammensetzung ergaben, dass es sich um eine unbekannte Lebensform handeln könnte. Gleichzeitig wurde bekannt, dass der Uranus seine Größe verliert. Da. Da ist die Sonne. Da haben wir da Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Und davor gab es auch noch Pluto, aber der ist ja mit einem Zwergplanet. Mars. Mars hat ja auch zwei Monde. Phobos und Deimos, ne? Oh ja, weil Phobos und Deimos ist ja in der griechischen Mythologie ist der Mars ja der Ares. Und Phobos und Deimos sind die Söhne des Ares. Dreht Jupiter sich? Da, guck mal. Jupiters Sturm. Alles klar, dann würde ich mal sagen, drück mal auf seine Taste. Diego! Du musst damit aufhören! Diego! Bitte, Mann! Oh nein. Was macht der jetzt? Hör zu, bitte, wir müssen hier raus. Wir haben keine Zeit für sowas. Jawohl! Geht bald eine Bombe hoch! Wir müssen hier weg! Oh, ich hab einen Psychopath! Ja, ich kann den. Du bist nicht im All! Stärkere Angriff nötig! Du hörst jetzt sofort damit auf!
Lass den scheiß Mond in Ruhe. Der Psychopath ist geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Der ist geil. Mann, zerstöre nicht das ganz schöne Museum. Toll, ich habe keine Schusswaffen mehr. Was macht denn jetzt? Machst du da oben? Wow! Da habe ich das nicht, mit gerechnet. Alter, ich hab von der Bismarck erwischt. Diego! Was machst du da? Da ist ein Shotgun. Lass den Mond liegen! Au! Sehen? Einfach treffen! Alter, der Kampf ist geil. Oh! Geowned mit der Schrotze. Was hat er gesagt? Pachamama? Was hast du da gerade gesagt? Pachamama? Pachamama. Meine Mutter hat das immer zu mir gesagt. Das Einzige, was sie noch von meiner Kindheit weiß. Ich hab das schon mal gehört. Pachamama? Das ist wichtig. Das ist ein wichtiges Wort in Dead Rising 1. Pachamama. Ich hab hier drin was. Chuck! Das mir Angst macht. Wirklich eine Scheißangst. Frank! Kalito! Kalito, ja! Ja. Das war der Verursacher vom Ausbruch 2006 in Villamette. Seine Schwester Isabella half ihm. Genau. Holten den Parasit aus Zentralamerika. Was ist mit ihm passiert? Hä? Er ist tot, schätze ich. Und sie ist danach verschwunden. Dabei sollten sie diesen Scheiß nach Fortune City doch unter Kontrolle haben! Ich dachte, mit den Zomrex-Chips tanzt keiner mehr aus der Reihe! Sieh mal hier! Hä? Siehst du das? Das macht mir eine scheiß Angst, Mann! Dieser Zombie soll den Smithwood-Ausbruch im Jahr 2007 begonnen haben. Das war der erste Ausbruch nach Willamette. Sieh dir seinen Hals an. Vier. Ja, einer der Schläferzellen. Nick, holen wir ihn zurück. Was gibt's, Mann? Nichts, Mann. Nichts. Alles gut. Suchen wir die Schlüssel. Jetzt. Geil. Cool, jetzt können wir echt mal Sachen raus. Kann man echt mal ein paar Sachen jetzt aus den anderen teilen. Okay. Alles klar. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns diese Ausstellung im nächsten Part an. Bis zum nächsten Part. Tschö.